So. Weiter geht's, ja, und jetzt geht's darum. Sind es Tausende? Naja, ist eigentlich wurscht, welche das sind. Eigentlich ist es egal. Ihr stürmt jetzt mal wenigstens bis hier so. Ja. Müsste da eigentlich schon ein bisschen was erreichen. Sehr wohl, Herr Oberst. Na, ich will den einen Offizier, mein Gott. Den schicken wir mal nur bis da. Dann schnappen wir uns die hier und lassen die bis hier stürmen. Mal nicht weiter, weil das Problem ist, dass ich das jetzt auch timen muss und die dann erobern, bevor ich weiter vorrück, weil sonst, wenn ich jetzt hier stehe und da schießt jetzt irgendeine Pack von da oder von vielleicht hier weiter hinten auch noch, schießt dann hierher, wo meine Leute stehen und verschickelt vielleicht, bam, und ballert mir die Pack zusammen. Nein, ich will die haben. Also machen wir das jetzt mal. Los geht's. Jetzt gibt's auf jeden Fall aufs Maul, das steht fest, aber egal. Ist nicht so schlimm. Ja, ich könnte jetzt, ich habe natürlich den Code drin, ich könnte jetzt sagen, dass wir das Dorf bitte behalten wollen. Das könnte ich eigentlich sogar wirklich machen, indem ich den Tausender Offizier mal erstmal kurz da reinstecke. Den brauche ich eh nicht da oben unbedingt. Das ist schon so kaputt, da ist es wurscht. Okay, da hat es geklappt. Aha, da klappt es auch gerade. Wir sehen anscheinend gerade rauf durch Zufall. Hier haben wir anscheinend eine Sicht, das ist schön. Dann mach da mal weiter. Okay, das haben wir auch, das haben wir auch. Gut. So. Dann schnappen wir uns nämlich jetzt schon mal die ersten Schützen hiervon. Hier so. Sind es jetzt 6 Stück? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, es sind 7, aber das ist ja wurscht. Schicken wir mal hierher. Und einen 8. hierher. Dann ziehen wir uns nämlich die jetzt alle zurück, dass wir mal auf einer Linie stehen. Ist jetzt dann erstmal egal, ob das jetzt gut ist, ein guter Standort ist oder wie auch immer. So, schaltet die mal aus. Jawohl, das ist vorbei. Gut. Jawohl, jetzt schalten wir gerade den Bunker aus. Gut. Ist gerade relativ laut. Okay, jetzt haben wir die. Da oben steht noch eine, klar. So, und jetzt wird er wahrscheinlich auch gleich einen Luftangriff starten. Jetzt schnappen wir uns die ganzen nächsten Tausender. Ja, das sind jetzt auch Schützen dabei, aber das ist eigentlich wurscht. Schicken die jetzt erstmal, ja gut, von mir aus hier hin. Ist ja wurscht. Wird schon schief gehen. So, dann schnappen wir uns jetzt die. Jetzt die Frage, ob das natürlich besetzt ist. Herr Oberst, vorwärts. Können vielleicht ein Stück vor. Bis hier so. Und bis hier so. Haben ja alle Stellung halten. Kriegen jetzt auch erstmal alle Feuer einstellen, glaube ich. Jetzt könnte man glatt noch versuchen, schnell die zwei Versorgungs-LKWs hier rüber zu bringen. Ich hoffe, das klappt noch. Okay, das hat sich auch erledigt. Die sind auch weg. So, und jetzt haben wir nämlich die Pack erobert. Und jetzt, glaube ich, passiert's. So. Erstmal kriegst du Feuer einstellen. Nicht, dass du jetzt anfängst, auf den Bunker zu schießen, wenn ich nämlich feststellen will, ob der besetzt ist oder nicht. Feuer einstellen. Du sollst nicht auf die Pack schießen. Ich bin dagegen. Ich will die haben. Ach so, das ist nur so ein Fahrzeug. Naja gut, das könntest du eigentlich sogar machen. Schatz, ach so, erwischte gar nicht. Triffst du gar nicht weit genug. Naja gut, warte mal, dann dreht ihr euch mal. Feuer einstellen. Der dreht sich, okay. Der dreht sich sowieso. Du kannst aber mal dich, ja, wo bewegst du dich denn hin? Beweg dich mal zu dem Bunker. Komm, was soll's denn? Du gehst mal in den Bunker rein. Du kriegst Feuer einstellen. Ihr bewegt euch zu dem Bunker. Okay. Und du versuchst jetzt mal da drauf zu schießen. War wohl nix. Wollt ihr mich verarschen? Ja, also. So. Gut. Dann bewegst du dich hierher. Ja, ja, ich weiß schon. Gut, ihr habt alle Feuer einstellen, das ist okay. So, dann. Jetzt kommen nämlich schon die Infanteristen, soweit ich weiß. Um mir das Zeug wieder abzunehmen.
Deswegen ziehen wir das da auch ein Stück zurück, dann gleich, sobald ich die habe. Mal schauen, wie das jetzt funktioniert am besten. Da schickt man welche rein. Am besten wäre es jetzt, wenn ich einen MG-Schützen hätte, aber die habe ich hier in dem nicht. Die habe ich nur, glaube ich, in dem anderen Mod auch. Deswegen wird es so noch nichts. Erstmal Feuer einstellen, weil es macht keinen Sinn, auf Infanteristen ständig nur in der Pack zu schießen. Das ist Quatsch. Versuch mal, dich hier hinzubewegen. Ach, der ist besetzt. Aha, war klar. Okay, das war's. Rein da. Dann schnappen wir uns noch zwei, drei gute. Schicken die da rein. Dann schicke ich dich. Warte mal. Muss euch natürlich vorher einstellen, befehlen erstmal. Dann ziehe ich nämlich dich hierher zurück. Dich ziehe ich nach vorne. Ja, mindestens dahin, wahrscheinlich weiter. Ihr dürft es besetzen. Ihr dürft das besetzen. Ihr dürft von mir aus das besetzen. Du gehst dahin. Ihr kriegt erstmal alle Feuer einstellen. Habt ihr noch nicht, das ist schlecht. Okay. Den Bunker hat man ja eh schon, jawohl. Es wäre vielleicht fast noch eine gute Idee, nicht nur die Schützen zu nehmen, sondern hier auch so einen MP-Schützen hierher zu tun, weil die MP44 hat eine ganz gute Reichweite und eine schönere Feuerrate natürlich als ein normales Gewehr. Ihr dreht euch jetzt zumindest schon mal. So, ihr bewegt euch hierher. Ihr stellt euch hinter die Pack. Du bewegst dich darauf. Ihr habt alle noch Stellung halten, das ist in Ordnung. Ihr habt alle Feuer einstellen, das ist nicht in Ordnung. Ihr habt nicht alle Feuer einstellen. Ach ja, weil ich die hier gerade noch erobert habe. Gut, die haben jetzt auch alle Feuer einstellen. Du drehst dich mal nach da. Du drehst dich mal nach da. Ihr geht mal da rein. Du kriegst Feuer einstellen. Ihr besetzt mal die da. Dann schnappen wir uns einen 1000er Schützen von mir aus, der kann das auch. Dann möchte ich wissen, was in dem Bunker drin ist, ob was drin ist. Okay, das bewegt sich vor. Du bewegst dich noch vor. Ja, ich glaube, der Bombenangriff kommt erst, wenn er auch die Infanteristen vorschickt. Jetzt weiß ich nicht, kriege ich den noch drüber, bevor der Bombenangriff kommt? Wir riskieren das. Es wird schon schief gehen. Aha, hier steht noch die Besatzung, klar. Ich glaube, die Bunker sind auch noch besetzt. Du hast kein Feuer einstellen, das ist ganz schlecht. Du drehst dich aber. Ihr dreht euch. Du ziehst, ihr zieht euch mal nach da. Du drehst dich nach da. Da unten kommen vorwiegend Infanteristen an. Da schickt man mal ein paar Gewehrschützen hin. Dann haben wir hier immer sogar noch MP-Schützen. Das ist gar nicht so schlecht. Die schickt man auch hier hin. Weil hier kommt, wie gesagt, der Massenangriff. Aha. Okay, den Bunker haben wir auch. Dann besetzt man nämlich den noch. Am besten auch noch mit mindestens einem 1000er. Jawohl, das ist auch der Fall. Du am besten auch noch. So. Und wie sieht's aus? Gut, okay, der ist drüben, der ist safe. Dann schicken wir dich jetzt hierher. So, jetzt kommt er gleich an. Das Problem ist, ich will die Pack da drüben nicht zerstören. Aber das geht auch. Okay. Ja, der Bunker halt. Blöd. Aber gut, Pech gehabt. Hierher. Dann die ersten hier rüber. Ihr hierher. Dann kommt vielleicht der... Ja, wenn ich so ein bisschen Platz mache, vielleicht kommt er dann überall hin. Wäre ja ganz schön. Kommt er schon? Ich sehe noch nichts. Okay, wir haben ein paar Schützen da. Das ist in Ordnung. Gedreht Zimmer. Okay, wir können im Prinzip jetzt dich noch drehen. Ach Gott, du bist ja total leer. Die müssen also mal da hinfahren. Bevor wir da überhaupt irgendwie eine Chance haben, Feuerbefehl zu erteilen. So, euch ziehen wir auch irgendwie rüber. Vielleicht sogar am besten erstmal auf diese Linie. Es dauert jetzt, bis die da sind, das ist mir wurscht.
Dann nehmt ihr mal hier ein. Ach so, könnt ihr ja gar nicht. Weil er da nicht hinkommt. Da müsst ihr nämlich ganz außen rumlaufen. Vergiss es, ich brauche erst einen Maschinenpistolenschützen. Hab ich nicht. Warte, das machen wir anders. Stopp. Ich habe einen Befehl für dich. Mach mal da den Scheiß weg. Okay. Jetzt kommen wir nämlich durch. Jetzt machst du noch weiter. Okay, passt. So, und jetzt ziehe ich dich auf die Linie wieder. So, und jetzt könnt ihr das erobern. Und ihr zwei meinetwegen das erobern. Wobei, vielleicht du lieber nicht. Du bist noch ein ganz guter Maschinenpistolenschütze. Kann man ja gebrauchen. Also gehst du dahin und eroberst du das lieber. So. Dann geht ihr von mir aus noch hier hin. Ach so, ich glaube, es geht los. Jawohl, da unten kommen sie. Und zwar ist, ja, ist halt schlecht aufgestellt. Die würden mir hier komplett die Packs zusammenschießen. Ich kann aber eins machen, ich kann so einen leichten Panzer hinschellen. Dann geht es vielleicht ein bisschen schneller. So, und jetzt kommt er aber auch gleich mit Panzern an. Das dauert gar nicht lang. Erst kommen seine großen Infanteristen, dann kommen seine Panzer. Wo ist denn der? Gut, der ist hier. Du machst jetzt mal einen Glotzer nach hier. Sehen wir noch nichts. Also er kommt wirklich nur erstmal nur von da unten. Aber gleich kommt er von hier auch. Feuer tut er auch mal ein bisschen mit rein. So, okay, dann sind wir nämlich den Infanteristenangriff jetzt los. Ja, genau, du bist ja ganz intelligent. Jetzt kommt der Bombenangriff, genau. Habe ich also noch rechtzeitig gemacht. Ich hoffe... wo schickt denn... Hä? Ach, der schickt in meine Aufstellzone jetzt erstmal. Noch gar nicht auf die Brücke. Naja gut, da steht ja nichts mehr. Okay. Dieses war sein erster Streich. Jetzt kommt er hier gleich mit Panzern an. Das heißt, wir erteilen euch jetzt Feuerbefehl. Du drehst dich. Du bewegst dich nach vorne. Ach, jetzt versucht er da drauf. Sie ist ja voll hohl, aber gut. Schießt mal da drauf. Hier kommt er, glaube ich, auch nur mit Infanteristen. Da unten kommt er dann jetzt gleich noch mit Panzern an. So, hier haben wir noch Schützen drin. Die müssen wir dann noch verteilen. So. Das Problem ist, wir sehen natürlich auch beschissen. So, ihr macht jetzt auf jeden Fall euren Feuereinstellen-Befehl wieder raus. Den brauchen wir nämlich nicht. Ja, komm, mach mal Stopp, damit der dich auffüllen kann, damit er nicht total wirr im Kopf wird hier. So. Und jetzt könnt ihr euch zurück weiter bewegen. Erstmal vielleicht hierher. Ich weiß ja nicht, wo du langfahren wolltest. Du wolltest wohl ganz da außen rum. Du bist ja sehr intelligent. Dich schön dabei abschießen lassen, ja? So. Okay. Dieses war der erste Streich. Jetzt müssen wir dann gleich mal ein bisschen langsam vorrücken. Aber ich glaube, ich möchte erstmal abwarten, ob jetzt wann der nächste Panzerangriff erfolgt. Da müsste eigentlich noch was kommen. Weil den würde ich gerne noch abwehren und dann noch mal raus. Wenn ich dann langsam mich nach vorne bewege. Ich weiß aber nicht, wie weit der Panzerangriff erfolgt ist. Ob der wirklich erst erfolgt, wenn ich mich nach vorne bewege oder wie, weiß ich nicht mehr. Da kommt noch mal was. Definitiv. Das war's noch nicht. Eigentlich triffst du ja da oben sowieso nichts. Du kannst dich auch hierher bewegen. Dann, wenn das nächste Mal dann hier unten die Infanteristen kommen. So,
Naja, gut, hier wie gesagt, im Real Warfare, da machen sie ja sogar wirklich noch eine Wiederherstellung der Munition, was ja normal nicht möglich ist. Es geht weiter, habe ich doch gewusst. Genau, jetzt kommt nämlich der von da und dann kommt er mit Panzern. So, dann warten wir die zwei Angriffe noch ab. Einmal kommt ein Panzerangriff von hier mit leichteren und dann kommt einer mit etwas schwereren von hier. Sehr intelligent, du würdest dich zusammenschießen lassen. Mein Gott. So, genau, jetzt kommt er nämlich mit Panzern. Und von hier unten kommt er auch gleich noch mit Panzern. Naja, mit Verlusten würde ich es wahrscheinlich sogar schaffen. Mit Verlusten würde ich es wahrscheinlich sogar schaffen. Ach, jetzt kriege ich schon die erste Verstärkung, genau. Mit Schrottpack. Panzer 3, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich die überhaupt noch rüberbringen kann. Oder ob die sowieso abgeschossen werden würden. Schauen wir mal. Erstmal sammeln wir den ganzen Scheiß. Beziehungsweise euch bringe ich gleich rüber. Ohne Rücksicht, weil noch kommt da nichts. Ja, jetzt kommt da nochmal mit Infanterie, genau. Bomber kommen noch keine. Das ist alles noch der erste Angriff. Es ist voll zum Rei... Ey! Da kommt ja schon der nächste Scheiß. Rüber. Von mir aus sogar den Sunny rüber. Wer weiß, ob man den noch gebrauchen kann. So, wenn der Scheiß jetzt vorbei ist, kann ich dann endlich mal sagen, aus mit dem Scheiß. Dann müsste man es jetzt fast geschafft haben. Problem ist, die Infanterie trifft weiter als meine, die ja nur dahinter steht. Und deswegen müssen das alles meine Packs machen. Bisschen scheiße, aber naja, gut. Okay, ich glaube, das war es aber jetzt auch. Das war auch das Erste, was überhaupt kommt. Ist Schluss mit Blödsinn? Ja, gut, dann den hier noch rüber. Einen kleinen Maschinengewehrpanzer, warum nicht? Gegen Infanterie reicht er. Der hier, okay, der sieht zumindest mehr als so ein normaler Kampfpanzer. Rüber. Scheint ja immer noch kein Bombenangriff zu kommen. Dafür, ah genau, dafür kommt jetzt hier die zweite Verstärkung. Die von oben. Ja, du wirst es nicht versuchen, du wirst es tun. Es gibt kein Versuchen, oder wie war das? So, ich glaube, das war's dann auch hier. Jetzt haben wir erstmal alles gekriegt, was wir kriegen. So, ihr könnt mal hier ein Stück hier vor. Müsste da ja eigentlich durchkommen. Ja, das war's hier. Gut. Jetzt müsste ich natürlich versuchen, hier langsam weiterzukommen, aber wie gesagt, das mache ich dann ohne den Cheat.
Den mache ich höchstens nochmal für einen massiven Gegenangriff rein. Höchstens. Vielleicht auch nicht. Ich weiß, da kommt nochmal was. Vor allem von hier unten. Oder verwechsel ich das gerade wieder? Das kann natürlich auch sein. Ja. Jetzt langsam mal dann vorrücken. Aber wie gesagt, schön langsam. Und vor allem die Packs hier lieber mit Schützen ausschalten, auch wenn das ein bisschen Verluste bringt. Weil ich möchte die ganz gerne erobern. Herr Oberst. Einen Augenblick, Herr Oberst. Was denn jetzt noch? Ach, du kommst nicht durch zu der Pack hin. Dann bewegt euch mal weg. Damit er hinkommt, der arme Kerl. Was feuert denn jetzt? Willst du mich verarschen? Irgendwie, so ein bisschen. Was feuert denn jetzt? Gottverdammte Scheiße. Hä? Steht hier unten noch irgendwas? Artillerie ist bereit. Ja, jetzt hat er es geschafft. Okay. Passt. Gut. Also das wäre es gewesen. Wir haben diesen ersten Scheiß überlebt. Aber wie gesagt, jetzt möchte ich schon ganz gerne ein bisschen anders vorgehen. Deswegen werde ich das jetzt hier mal speichern. Und den Part hier erstmal beenden. Danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich weiß, die Art, wie ich das jetzt gemacht habe, ist nicht gerade schön. Aber wie gesagt, zum weiteren Vorrücken und Einnehmen, dann mache ich ihn ja eh aus. Weil das wäre ja hohl einfach. Bin mir gar nicht sicher, was jetzt die Mission 5 war. Mission 6 vor Stalingrad, das müsste die falsche Mega-Mission gewesen sein. Ziemlich beschissen, ne? Die 5er bin ich mir jetzt echt gerade überhaupt nicht sicher. Ah. Oder? Nee. War das nach Stalingrad, die Scheißmission? Nee, die war vor Stalingrad. Also die, ganz ehrlich, diese Mission, ich glaube, das ist die vor Stalingrad. Muss ich mir schwer überlegen, wie ich die mache. Ich glaube, die werde ich den größten Teil der Karte mit dem aktivierten Ding machen. Ich werde euch zeigen, warum. Oder ihr werdet ja sehen, was abgeht. Das muss ich mir mal überlegen, wie ich das mache, ob ich das mache, keine Ahnung. Das muss ich mir anschauen. Weil hier gibt es ja leider keine Pioniere. Sonst gäbe es eine Möglichkeit. Aber in dem Real Warfare gibt es ja keine Pioniere, glaube ich. Und wenn es gibt, dann hat man sie eben in den Vanilla-Missionen nicht. Aber im APRM hat man sie in den Vanilla-Missionen auch teilweise. Wie gesagt, in der ersten. Ist ja auch die einzige Möglichkeit, die man überhaupt hat. Naja, muss ich dann schauen. Wie gesagt, weiß ich noch nicht. Es gibt nämlich eine Scheißmission, die hat eine Zeitbegrenzung. Und man kriegt es von allen Seiten. Artillerie, Luftangriffe und so weiter. Und muss aber zwei Katyushas unbeschadet nach Westen bringen. Oder eine wenigstens. Das ist ein Dreck. Das ist ein richtiger Dreck. Die hasse ich wie die Pest. Da ist Stalingrad dagegen leicht. Einfach weil man kein Zeitlimit hat und was man vorgehen kann, wie man will. Okay, gut, also wie gesagt, Schluss bis hierhin. Danke fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn wir den Code deaktivieren. Das mache ich onscreen, damit ihr es auch seht. Wobei, ihr werdet es ja dann eh merken, wenn ich Verluste mache, wenn sie eben sterben. Und dann versuche ich hier mal ein bisschen vorzurücken. Ach, den Bunker habt ihr so kaputt gemacht? Ja klar, weil die ganze Infanterie dahin gefahren ist. Naja, gut. Ja, dann müssen wir mal gucken, dahinter steht nämlich noch ein Tiger verschanzt im Wald. Mit einem Offizier. Und der Offizier sorgt dann halt für die Sichtweite. Ach, ich weiß, was er geschossen hat. Der hat auf so einen Offizier geschossen, der sich anscheinend nochmal herbewegt hat. Aha. Naja gut, und hier steht natürlich auch einer. Da steht auch noch irgendwo eine leichtere Pack dahinter. Aber die würde ich, wie gesagt, lieber erobern. Kann ich gebrauchen, kann ich mir eine richtig riesen Packlinie machen. Die ich eigentlich auch brauche. Um den nächsten Angriff, der nochmal erfolgt, abzuwehren. Und zwar, wenn ich meine finale Verstärkung kriege, um die Stadt platt zu machen. Na gut. Soweit mal bis hierhin. Bis dann.